Hallo Weed-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück. Heute wieder in voller Montur, in voller Belegschaft. Wie heißt denn das? Im vollen Umfang. Zumindest hier eure wilde Crew vom Landwirtschaftssimulator. Heute mit dabei, der Fabio. Hallo. Der Gibbon. Hallöchen. Der Timmy. Hallo. Und der Kevin. Juhu. Ja, wir sind alle wieder da, Leute. Und Weed, damit meine ich das Weed, ne? Korn. Und nicht das andere Weed mit Doppel-E und so. Nee, nee. Mit D am Ende. Genau. Weed. Das ist Weed. Das ist was anderes. Gut, liebe Leute, wir haben heute jede Menge vor. Wir haben heute auch ein wunderschönes Thema, nämlich nach nunmehr über 2 Monaten setzen wir einfach mal ein Thema fort. Drei Monate, danke Gibben. Oh mein Gott, die Zeit, die rennt ohne Ende. Wir haben heute noch ein bisschen was zu tun. Bestellt werden sollen Feld 25 und 38. Ich glaube, 25 ist ja gar schon gegüllt. Also möge da sich jemand um die zwei Felder da kümmern. Maschinen haben wir ja genug. Und das Feld Nummer 19 hätte ganz gern neue Rüben. Und wie sie sich drum prügeln regelrecht. Ich guck mal, dass ich hier bitte was mitbekomme hier. Genau, wo ist denn hier Gülle? Gülle? Ja, wo hast du das letzte Mal hingestellt? Ah, da, ich hab's. Habe ich vielleicht ein bisschen wie versteckt. Ich habe einen Case, den würde ich ganz gern zum Grubbern benutzen, wenn euch das recht ist. Wo ist denn das Ding zum Rüben setzen? Das steht, ja, wo habe ich das hingestellt? Das müsste unten irgendwo rumstehen. Also bei dem Feld 19 müsste der Rübensetzer irgendwo rumgammeln. Gut, dann gucke ich erstmal, welchen Trigger kriege. Das ist viel zu viel Geräte. Ja. Oder warte mal, wenn ich sowieso gerade in dem Case hier sitze, kann ich auch die 25 gleich mal bestellen. Genau, mache ich einfach mal das. So, was hat sich getan in der Zwischenzeit? Der Fabio ist jetzt auch der stolze Besitzer des Holmer DLCs. Hat sich tierisch gefreut, überhaupt nicht. Da sind ein paar Geräte, sind reingekommen. Ja. Viel gekauft haben wir uns noch nicht davon. Aber das wird sich vielleicht so im Laufe der Zeit, der Stunden, der Wochen, der Monate, ne, wird sich das dann vielleicht noch ein bisschen erweitern, unser Vorpark. Wir haben sowieso viel zu viele Geräte. Viel zu viel. Stimmt's? Viel zu wenig, wir müssen mehr kaufen. Mehr Geräte brauchen wir. Okay. Könnten noch ein paar Traktoren gebrauchen. Wenn es rascheln sollte, das ist Fabio. Dann nicht wundern, der steht wie Kevin auch auf mitten im Kriegsfuß auf seinem Headset. Ich hab ein neues. Hast du schon bekommen? Klar. Ja, so klar ist das nicht. Und? Wie ist es? Das ist jetzt ganz gut, ja. Aber du hast ein übelstes Echo drin. Ich jetzt? Nee, Quatsch. Ausgerastet. Erstmal so schön schocken. Ey, du Kevin, ist das schon das Neue? Weil das, dieses Echo ist furchtbar. Bitte? Und ich habe Kevin gestern auch schon fast geschockt, weil bei mir ging plötzlich vom Headset der Ton aus. Mhm. Und dann habe ich gedacht, an Kevin liegt's, weil ich habe den nämlich auch nicht gehört. Und dann musste er 1000 Mal in die Party und wieder rein, weil wir gedacht haben, an ihm liegt's. Aber dann hat's an mir gelegt. Hab ich den auch schon geschockt. An dir gelegt? Mhm. Gib mal merken. Hab ich doch gar nicht gesagt. Oh doch. An dir gelegen. Aha. Ciao, Kevin. Also hattet ihr vorhin auch gerade das komische Geräusch in der Leitung? So ein bisschen kratzen und. Nein. Echo? Nein. Okay. Merkwürdig, aber okay. Ich weiß, was mit Kevin jetzt wieder los ist, dass es ihn dauernd aus der Leitung haut. Aber das ist ja nichts Neues, ne? Warum sollte auch einfach mal eine Party funktionieren? Was haben wir das vorletzte Mal haben wir Battlefield 1 besprochen, Gibbon und ich. Das letzte Mal haben wir uns über viele Themen ausgelassen. Und dieses Mal soll es eigentlich mit Thema Schule ein bisschen weitergehen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der Kavinsky wieder in die Party kommt. Normalerweise kommt er automatisch dann wieder rein. Ansonsten bitte ich einfach mal den Gibson, ihm mal nachzuziehen. Ja, aber natürlich. Doch. Das ist aber lieb von dir. Und währenddessen ja, ne? Vielleicht mal so mit einem halben Auge dann noch zu gucken, wie unsere erste Frage denn so lauten wird. Das kann ich doch. Multitasking, Gibson. Mach ich doch gerne. Enjolen? Sind aber mehrere Fragen. Ich hab nämlich gerade schon drauf geguckt auf die erste Frage. Okay. Aber erstmal Kevin reinziehen. Ach, stimmt. Schon wieder vergessen, oder? Ja. Nee, hab ihn reingezogen, oder? Wir müssen auch warten. Okay. Also ich hab schon Ben zugefügt. Also es wählt noch. Ja. Okay. Ja, warum soll das auch von Anfang an funktionieren, der ganze Kram, ne? An die Leute, die das letzte Mal nicht mit dabei waren, ne? Wir haben jetzt hier von Zunhammer diese Gülle-Agrartechnik
und da ein bisschen Obacht geben, weil die grubbert automatisch mit. Also, wenn dann zuerst benutzen und dann bestellen, aber nie den Fehler machen, den ich gemacht habe, nämlich zuerst bestellen und dann mit dem Zonhammer rüberpeitschen, da ist nämlich die ganze Saat wieder weg. Komm, was soll ich nochmal auf den 29? 29? Was willst du denn auf der 29? Ja, die ist auch noch nicht bestellt. Die 19 meinst du, weil die 29 haben wir gar nicht. Was ist denn das, oder? Warte mal, ich sehe gerade. Sag mal, 29 haben wir. 29? Die ist ja mit der 30 verbunden. Mit der 30 verbunden? Du, da ist schon was drauf. Okay. Für mich sieht das so aus, als ob noch nichts. Doch, das kommt. Warte mal, wir haben doch auch die 34, 39 haben wir doch auch noch, oder? Haben wir die nicht auch noch gekauft, die zwei Felder? Ich hab die Karte gerade nicht auf. Ja. Okay, dann mit was bist du unterwegs? Frag ich mal so. Traktor mit Mit Saatmaschine. Dann kannst du ja auf die 34 und 39 darfst du drauf machen. Was haben wir denn schon lange nicht mehr drauf gemacht? Machst du mal eine Runde Gerste drauf. Okay. Gerste oder Raps, such dir's raus. Genau. Aber beide Felder dann am besten gleich durchziehen, weil dann musst du nicht die ganze Zeit wechseln. Oh. Genau. So, Kevin taucht nicht mehr auf heute, oder? Nee, er hat mir gerade geschrieben, ist rausgeflogen. Aber das hatten wir ja schon selber gemerkt. Das haben wir, ja. Aber ich krieg den wohl nicht hinzugefügt. Wie immer. Ja. Also muss ich dann nochmal rübergehen und da ziehe ich die Bahn durch und füge einfach nochmal hinzu. Ich fürchte ja. Ach Leute, alle Anfang ist schwer, aber wir kriegen das schon hin. Wir haben ja gar keinen Überblick mehr, welche Felder wir haben und welche wir nicht haben und oh Gott. So, die Bahn ist gleich durch, dann gehe ich eine Runde spazieren. Und derweil darf sich der Gibson vorbereiten und schon mal gucken, was die erste Frage ist. Und dann fangen wir mal schön gemütlich an. Wir kriegen das nur irgendwie gebacken. So, ich hole jetzt mal ganz kurz Kevin, ich komme gleich wieder. Jetzt alle still. Natürlich. Welches Feld war denn danach noch? Was? Welches Feld? Also ich bin gerade bei der 19 und bin da gerade mal am Grubbern. Den Zonhammer habe ich mir jetzt nicht mitgenommen. Ja, den Zonhammer, den hab ich. Gut. Dann muss ich nachher mal gucken, wie ich hier am Düngen bin. Bin ich jetzt auch schon 38, nicht 39. Lesen kann ich auch nicht. Kann gleich lustig werden mit der Frage. Aber hallöchen, Kevin. Willkommen zurück. Ja, mein Skype hat sich mal spontan entschlossen. Tom kommt nicht. Jetzt ist Tom raus. Das wäre lustig. Nein, ich bin da. Achso. Ich bin doch da. Hallo? Ja, hallöchen. Ja. Ich glaube, ich habe mich gemutet und gleich wieder, end und gemutet. Ruckzuck in einem Ding. Also ich bin da. Genau, Gibson. Los, erste Frage, komm, bevor alle wieder rausfliegen hier. Okay, ganz schnell. Ganz schnell. Die erste Frage, die kommt von Fabian K. Und die wäre, wie wären eure Noten früher in der Schule? Oh mein Gott. Fabio, wie sind deine Noten zurzeit? Gleich mal fragen hier. Geht so. Geht so, hört sich an wie Zweierschnitt. Ja, also. Vermutlich, ja. Okay. Der Zweierschnitt ist doch okay. Nach oben hin ist immer noch Luft. Das muss man sich auch noch ein bisschen aufheben, ne? Nicht, dass man hier keine Motivation mehr hat. Nur einzeln schreiben ist auch langweilig. Ja, bei mir war es eigentlich sehr durchwachsen. Ich habe meinen Realschulabschluss, ich glaube, mit 2,1 oder so gemacht. War okay. Gut, Gymnasium war ich halt nicht ganz in der Leuchte, aber damals habe ich ja Schule nicht sehr ernst genommen. Ne, da hatte ich, ich weiß auch, wie schlecht die Noten auf dem Zeugnis aussehen. Ich glaube, das weiß jeder. Naja, ja, aber so am Ende noch einen Bogen bekommen, also 2,1er Abschnitt, bin ich eigentlich, Abschnitt, Einen schönen Aufschnitt habe ich gemacht, hier ein bisschen mit Salami und so, Durchschnitt, genau. Also alles im grünen Bereich. Und bei euch, Mädels, wie schaut's bei euch aus? Also bei mir war... Okay, der fängt jetzt an. Und ja, dann... Ich fang jetzt einfach mal an. Genau. Oder du. Okay, dann ich. Werf eine Münze. Und bei mir war es immer so... Dreier-Schnitt immer so. Okay. Auf Zeugnis. Ja. Jetzt ausnahmsweise besser auf der Schule, wo ich jetzt bin, aber... ISO. Ziemlich einfach. Machen wir mal so. Die fordert dich nicht wirklich. Nee.
Das war sein. Ja, ich stand immer so 3 bis 4. Aha, es geht also schon mal nach unten, der Trend. Okay. Ja, genau. Also das Schlimmste ist, glaube ich, so 6-4 nach dem Zeugnis. Das habe ich aber, glaube ich, nur 2 Mal oder so geschafft. 6-4 ist aber schon heftig. Ja. Aber ja, das Niedrigste war bisher 1-4. Der Rest halt 3 und ein paar 2. Okay. Hörst aber noch nie eine 1. Hebst dir auf fürs spätere Leben. Ja. Dieses Erfolgserlebnis möchte er später noch haben. Dann Timmy Boy, der ist, denke ich mal, der ist unser Meisterschüler hier. Quatsch. Also wie? du warst besser, definitiv. Ach Quatsch, ich habe doch noch abgeschrieben. Also, ja, sein. Weiß ich ja nicht. Nee, also bei mir war es so im Schnitt immer so 2,5 bis 2,8 in etwa. Je nach Lust und Laune. Aber du hast doch hier Gymnasium und Studium und so alles hinter dir, oder? Nee. Ich hab Realschulabschluss. Echt? Ja. Ich hätte gedacht, weil du jetzt so in industriemäßig so unterwegs bist, hätte ich schon gedacht, Ich habe nur meinen Techniker gemacht und fürs Abi war ich einfach zu faul, ganz ehrlich. Das ist eine gesunde Einstellung. Ja, nee, Mathe ohne Zahlen hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Dann habe ich gesagt, nee, komm, Abi, das lässt du weg. Okay. Ja, also ich hätte es nachmachen können. Ich habe ja mit der Hauptschule angefangen, habe meinen Realschulabschluss nachgemacht. Und bei der Technikerschule hatte ich halt noch die Möglichkeit, das Abi Tour zu machen. Da habe ich aber gesagt, nee, komm, das brauchst du an der Stelle nicht. Okay. Bringt mir sowieso nichts mehr. Also ganz ehrlich, mit dem Techniker komme ich weit genug. Das, was ich machen will, kann ich damit machen. Das reicht mir. Hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ja, warum? Krass. Weiß ich nicht. Also du machst so einen sehr intelligenten Eindruck. Du bist nicht so doof wie ich, dachte ich. Also, jetzt weiß ich, du bist ja noch dümmer als ich. Das ist hart. Geil. Nett ausgedrückt. Ja, nee. Weißt du, wie ich es meine? Das ist, ja. Also ich hätte schon gedacht, weil du ja so industriemäßig unterwegs bist, dass du locker irgendwie Studium alles hinter dir hast. Aber ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass ich gesagt bekomme, mein Englisch wäre einigermaßen okay. Ja. Und im Endeffekt, ich hatte in Englisch eine 4. Ja. Machst du auch so eine Fantasiesprache wie Rihanna, dass du einfach da, wacker, wacker? Nee, ich weiß okay. Zumindest, wie ich mit den wenigen Vokabeln, die ich noch weiß, einigermaßen mich kommunizieren kann. Fuck off. Ja. Fuck off. So schlimm nicht, also im Endeffekt... Ja, ich hatte halt eine Lehrerin, die halt, sag ich jetzt mal, sehr viel Wert auf Vokabeln gelegt hat. Ein paar Sachen sind hängen geblieben, ein paar nicht. Okay. Schön ist halt, dass sehr viel aus dem technischen Englisch hängen geblieben ist. Das kommt dir jetzt zumindest ordentlich zur Hilfe, ne? Das kommt mir jetzt zurzeit recht gut zur Hilfe. Und, ja. Auch wenn ich die Dame nicht gemocht habe, ist einfach so. Das Thema hatten wir ja schon. Man muss ja nicht alle Lehrer mögen. Manche sind halt einfach anders als andere Kinder. Sollen wir ganz kurz schauen. Ich werde die 39 noch mitmachen, wenn euch das recht ist. Übrigens, die 22 ist fertig. Wir können richtig schön Kartoffeln ernten. Toll. Oh, und da sehe ich... Ich will machen. Ist das der Gibson mit dem Scheißehänger da? Ja, das bin ich. Das bist du? Also, ja, ich bin auch Scheiße. Ich wusste jetzt gar nicht, ob oben leer ist oder was. Ich habe einfach mal gedacht, ich fülle was Scheiße auf. Ja, du füll auf, fahr durch. Rechts vor links ist hier. Ach so, ja dann. Wie schaut's beim Kevin aus? Na, hier stehen keine Verkehrsschilder, deswegen denke ich mal, ist rechts vor links. Habe ich in der Fahrschule gelernt. Ja, mein Notenschnitt sah auch so beim Kippern so 3 irgendwie. War halt auch durchschnitten. Durchschnitten. Durchwachsen. Mathe war ich immer relativ schlecht, aber ansonsten war ich immer relativ gut. Okay. Mittlerweile übrigens ist es mir wieder eingefallen, mittlerweile stehe ich 2,7. Und das, obwohl die Schule, oder das, weil die Schule einfach ist, oder machst du mehr? Mehr Interesse. Ich meine, es ist ja speziell auch Mechatroniker und so, und Autos interessieren mich doch ein bisschen mehr als normale Schule. Weil normal diese allgemeine Kacke da, das ist irgendwie langweilig. Allgemeine Kacke interessiert mich nicht. Und damals war ich fauler. Aha. Aber es kann sogar sein, dass ich dieses Jahr versuche noch ein bisschen besser bin, aber da bin ich mir nicht so sicher, weiß ich nicht. Okay. Wäre aber cool. Fabio, was baust du gerade drauf auf das Feld? Raps, glaube ich. Raps, okay, dann mache ich nämlich auch Raps, dann können wir nämlich dann später beim Ernten damit einmal durchfahren. Da helfe ich dir ein bisschen mit. Ja, sehr schön. Also sind wir eigentlich, so was Wissen angeht, sind wir alle auf einem Niveau. Wir sind alle gleich blöd. Jo. Ja, aber Zahlen, ich meine, diese Schulnoten und so, die sagen ja nichts aus. Ich meine, du kannst vieles auswendig lernen und trotzdem dann überhaupt nichts verstehen. Warum steht denn eigentlich noch ein Mähdrescher auf dem Feld rum? Ja. Warte mal, ich fahre den mal vom Feld runter. Hier steht irgendwie...
Mähdrescher. Ich fahr den einfach um. Oder du fährst ihn. Ja. Ich kann den auch runterfahren. Güllemobil. Weiß ich nicht. Ach, das hast du hinten dran gehabt. Nee, nee. Nee, nee. Also ich bin mit dem Case unterwegs. Und jetzt packe ich erstmal ganz schnell diesen ein. Den lasse ich verschwinden. Hier ist aber auch noch was drin in dem Mähdrescher. Den stelle ich hier oben einfach mal hin. Wenn wir sowieso wieder Raps machen, kann man das Gerät ja gleich hier oben lassen, ne? Das würde sich ja anbieten. Und der Gibson darf derweil sich die nächste Frage raussuchen. Ist auch vom gleichen Typen? Oh mein Gott, wie schrecklich. Wie heißt denn er? Ja. Immer noch Fabian. Immer noch Fabian? Ja. Ja, komischer Name. Immer noch Fabian, okay. Du hast schon schwer mit uns, ne? Ja. Wart ihr in eurer Klasse sehr beliebt? Okay. Ja, ich war der Klassenclown, deswegen war ich sehr beliebt. Okay. Ja, bei mir war es irgendwie zweigeteilt. Also auf dem Gymnasium war ich, sagen wir mal, nicht so angesehen. Ich hatte da so einen, ich glaube, einen guten Freund, genau. Und ansonsten war ich eher so unten durch, weil ich einfach, ich war anders als andere Kinder. Ja. Und auf der Mittel- oder halt Realschule hat sich das komplett geändert. Also da bin ich deutlich mehr mit den Leuten klargekommen. Und da hat sich alles irgendwie zum Besseren gewendet. Genau. Und irgendwie war halt auch auf dem Gymnasium waren die Ansichten von manchen Leuten total schräg. Und das war, weiß ich nicht, ich bin da kaum mit jemandem richtig klargekommen. Aber, naja, das entwickelt sich halt, ne? Nur weil man im jugendlichen Alter mit jemandem klarkommt, heißt das nicht, dass man das später nicht auf die Kette bekommt. Nee, aber die waren ganz, ganz komisch drauf. Und ich war komisch drauf und deswegen dachte ich mir, nee, du lässt die links liegen, die lassen dich links liegen und fertig ist. Ja. Geh on. Bei mir war es eine Mischung aus beiden. Also ich wollte gerade sagen, vergiss es. Hab ich schon mal vergessen. Ich wollte gerade sagen, vergiss es. Okay. Geht's wieder los, dass du einen roten Faden verlierst? Nee, früher war ich immer auch der Klassenclown, wie Kevin. Dadurch war bei vielen beliebt, bei vielen auch nicht. Und dann auf der weiterführenden Schule teils auch nicht. Okay. Ich hatte meine Leute, die ich nicht gemocht habe, die haben mich dann auch nicht gemocht. welche Gruppierung das war, das sage ich jetzt mal nicht. Gruppierung? Aber so mittelmäßig. Jetzt nicht ich unbedingt beliebt, aber auch irgendwie nicht besonders unbeliebt. Okay. Jetzt in der Schule, wie es bei dir auch war, mit den Leuten auf den anderen Schulen kam ich dann teilweise weniger klar, als jetzt zum Beispiel auf der und deswegen, ja, läuft es wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Okay. Weil die auch halt teilweise Meinungen hatten, wo man sich so denkt, so, denkt mal ein bisschen drüber nach, ein bisschen genauer drüber nach. Also mein Deutsch ist heute wieder Hammer. Atemberaubend, genial, ja. Ich vergesse wieder die Hälfte und die andere Hälfte. Ja. Mein Gott, ein typischer Gibson halt, ne? Ja, das merke ich gerade. Ich habe gar keine Gülle mehr drin. Oder du fährst trotzdem die ganze Zeit rum? Ja, genau. Echt? Na, geh ran. Ich suche gerade überall die Container ab, deswegen. Blind bin ich auch noch. Ne, also ein Container steht oben bei der 39. Den könntest du aber auch, wenn du Bock hast, runterfahren, weil die zwei großen Felder mit Gülle hier zu bedingsen, ja, das ist eine Aufgabe, da wirst du bescheuert im Kopf. Also ich glaube, die großen Felder machen mit der Bergziege und die kleinen können wir ja mit den Gruppe Dünger-Kombigerät da bestellen. Das hat zwar 6 Meter Arbeitsbreite, aber man spart sich halt einen Arbeitsschritt. Also bei der 19 müsste sowieso nochmal gedüngt werden, weil ich hatte jetzt das andere Ding nicht dabei. Ja. Das hat er gewonnen. Man müsste dann gleich nochmal eine hier hochkommen zum Düngen bei 19 bei den Rügen. Ja, oder irgendeiner schnappt sich dann die Bergziege und fährt die ganzen Felder ab, die wir jetzt neu bestellt haben. Also... Genau. Wie schaut das beim Kevin? Ja, Kevin war Clown vom Beruf. Ja. Ja. Größtenteils, ja. Ja, und komm, ich zieh grad durch, ne? Ladies und so. Fabio? Ich zieh grad durch hier. Also du kannst die andere Spur fahren. Och, Menno, das ist meine Spur. Jetzt nimm mir einfach meine Spur weg, da fange ich einfach hinten an. Also, du fährst beide Felder jetzt durch, oder wie? Ja, dann geht das schon klar was. Alles klar, da mache ich das hier bei der Spur hier hinten dann genauso. Okay. Wen haben wir denn noch nicht gefragt? Tim, wie schaut es denn bei dir aus hier? Also ich war jetzt nicht wirklich beliebt, aber auch nicht unbeliebt. Also eigentlich so, ja, ich hatte ein paar Leute, mit denen ich nicht klar kam.
ich hatte halt auch ein paar Leute, mit denen ich sehr gut klarkam. Also es ist eigentlich ähnlich wie beim Gibbon. Okay. Aber bei dir denke ich eigentlich, dass du schon so... Ich habe ein komplett verschobenes Bild von dir, stelle ich gerade fest. Ich denke hier hochstudiert, total ruhiger Kerl, mit dem kommt man eigentlich locker klar. Aber vielleicht zu ruhig, oder? Warst du schon immer so? Ja. Was? Ja, Tim ist voll der Assi, sagt der Kevin. Nee, in Wirklichkeit. Ach. Mein Gott, jetzt habe ich wieder einen schlechten Eindruck. Ja, ja. Wie war das? Du wolltest noch dieses Jahr noch vorbeikommen, ne? Mhm, kriege ich direkt einen auf den Schädel. Zack. Ja, mein Gott, irgendein Kellerabteil wird der Tim schon für dich übrig haben. Wenn ich einen Keller hätte, ja. Direkt mit einer Schaufel. Ach, wir quartieren dich einfach drüben bei der Schwiegermutter ein, das geht. Oh ja. Darfst dein Kekse essen den ganzen Tag? Gibbon, du musst mehr essen! Garantiert nicht. Oh mein Gott, okay, die ist dann ganz anders drauf. Gibbon, du musst mehr sauber machen! Zieh ich direkt aus. Das sagst du jetzt. Ziehst ja, du dich aus, oder? Ja. Ehrlich. Sieh aus wie Bruder aus. Oh mein Gott. Wie ist es beim Fabio? Wie ist bei dir so der Trend in der Schule? Bist du da... Noch so mittelmäßig. Mittelmäßig? Sag mal, sind wir hier... Sind alle mittelmäßig. Ja? Ja, ne? Alle gleich. Wir sind einfach der deutsche Durchschnitt. Nicht zu gut, nicht zu schlecht, nicht zu intelligent, aber auch nicht zu blöd. Der Durchschnitt von unserer Körpergröße ist bestimmt auch voller Durchschnitt. Na, Tim reißt da ordentlich was raus. Ja, aber Kevin ist ja, obwohl Fabio war ja auch ziemlich groß, ne? Zumindest größer als wir beide. Ja. Oder wie dabei. Das ist auch keine Kunst, mein Gott, die Größe das da. Das stimmt die... allerdings. Mhm. Jetzt muss ich schon mal fragen, wie groß wart ihr? 1,72. Also Tom und ich. Ja, 73. Oder 73, ja. Okay. Ich guck mal. 1,62 oder so, glaube ich. Jetzt kommt Fabio, 2,16 Meter seit gestern. Los! Nee, so 1,67. War der echt kleiner? Groß. Ich hab große in Erinnerung. Ja, aber er wächst noch im Vergleich zu uns, Gibson. Ja. Aber trotzdem, ich hatte ihn trotzdem in größerer Erinnerung. 1,73 steht im Pass. Muss ich nochmal gucken, weil ich 1,72 gesagt habe. Hast du gerade bei Fabio im Pass geguckt? Bei Mia. Ach so, ich dachte, ihr habt schon Pässe ausgetauscht oder so. Gibson hat das polizeiliche Förderungszeug. Ja, also, genau. Erstmal schön ich geguckt. Ich hab hier alle. Was? Von der ganzen Welt. Ah, okay. Bist du diese CIA, von der alle reden in letzter Zeit? Mhm, aber pst. Naja, du bleibst unter uns. Wir sind ja sowieso unter uns hier. Also. Der Gibson macht gar kein Studio. Nee, macht gar kein Mechatroniker. Der arbeitet insgeheim bei der NSA. Ja, das ist genau. Dieses Mechatroniker, das ist ein Codewort. Ja, Edward Gibson heißt er in Wirklichkeit. Edward Gibson, ja. Der Whistleblower hier. Gut, ne, nicht Edward. Nicht der mit den Scherenhänden. Gut, also wir wissen jetzt, dass wir alle gleich schlau sind. Wir wissen jetzt, dass wir alle nicht die Hipster der Klasse waren, aber auch nicht die absoluten Pfeifen. Was ist denn die nächste Frage? Da kommt doch bestimmt, der Kollege hat da bestimmt hier noch eine Frage gestellt. Ich glaube, das waren vier Fragen insgesamt von ihm. Na dann? Ja. Die Top 10 hier. Mal gucken. Oh, wie wir im Geschwader hier durchfahren. Ich glaube, die hatten wir so schon fast ungefähr. Also hattet ihr Lehrer, die euch nur genervt haben und sofort immer euch beschuldigt haben? Ja. Ich glaube, die Frage hatten wir doch schon, oder? Sowas ähnliches in der Richtung? Ja, mit dem Beschuldigt hatten wir noch nicht. Beschuldigt also bei was? Mir nicht. Na, bei mir schon. Die uns sofort beschuldigt haben. Na so. Also und Gymnasium auf jeden Fall. Mein Gott, da war ich immer fällig. Bei zwei Lehrern war ich immer fällig. Das war einmal Englisch und einmal halt, wie heißt das Ding? Geografie, genau. Die wollten mich immer irgendwie ärgern. Bis ich dann gelernt habe, dann haben sie mich wieder in Ruhe gelassen. So, bis sie gemerkt haben, ich lasse es wieder schleifen, dann haben sie sich wieder geärgert. Ich meine, die wollten aus jetziger Sicht, weiß ich, die wollten nur mich ein bisschen antreiben, dass ich halt mehr mache für die Schule, aber... Zu der Zeit war mir das irgendwie alles Latte wie Hose, ja. Ja, also es gab schon Lehrer, ja. Ich meine, man kam ja nicht mit jedem klar. Aber ich hatte jetzt auch keinen Lehrer, den ich irgendwie aufs Blut nicht abkonnte. Also aus jetziger Sicht sehe ich das Ganze ein bisschen anders, als wie ich es damals gesehen habe. Damals am Fluch wie ein Rohrspatz. Ja, genau. Oh, diese scheiß Lehrer da die ganze Zeit. Ey. Immer wollen die irgendwelche Aufgaben haben und nee. Komm rum, ey, 1000 PS unterm Arsch und ich krieg dieses scheiß Gerät hier nicht rumgezerrt. Bei mir war es immer genau umgekehrt. Weil ich immer so ruhig war und so und immer schön gelächelt habe. Immer nicht eingeschleimt, aber
immer der nette Schüler war. Ah, du hast also den Lehrerin schöne Augen gemacht. Ja, ja. Nee, das nicht. Das, so weit muss es nicht kommen. Wenn du wüsstest, wie ich dich hasse, Grins. Hm? Ja, genau, genau so. Okay. Teilweise, wenn, keine Ahnung, wenn ich tatsächlich irgendeinen Schüler genervt habe oder so, dann wurde er sie beschuldigt oder er. Aha. Otto Wannes. Du bist ja fies. Ja, und dann hat sie Ärger bekommen oder er. Boah, wie komme ich denn mal erst auf sie? Weiß ich nicht, weil du gern Mädels ärgerst, Gibson. Das kommt jetzt raus hier. Stimmt, Feminine. Ja, war aber immer lustig. Ladies first. Habt ihr damals auch so Stühle und sowas weggezogen? Ja. Okay. Diesmal tatsächlich bei einer. Geworfen! Oh, bei Fabio sind die Lampen an. Was ist da los? Mechanischer Defekt? Ich komm nicht ganz so. Zu wenig Leistung. Zu wenig Leistung? Ah, du hast auch den Deutz genommen. Der tut sich damit ein bisschen schwer. Kein Problem. Ich motiviere dich gleich. Ich überhole dich gleich und durch diesen Luftzug, ne? Wirst du gleich mit hochgezerrt. Genau. Übrigens fertig mit Feld 38. Was hast du da jetzt gemacht damit? Gedüngtelt. Ah, okay. Dann kann man da drauf irgendwas bestellen. Mhm. Oder du fängst an mit Kartoffeln ernten. Kannst du auch machen. Oh ja, das will ich machen. Dann mache ich dann auch gleich mit. Weil wir haben ja, glaube ich, zwei Maschinen, ne? Ja. Für die Kartoffeln. Nee, oder haben wir da bloß eine? Ich weiß es gar nicht. Scheiß drauf, komm, kauf noch 10. Genau, wir kaufen 10 Maschinen und davon lagern wir 8 ein. Aber die sowieso nicht brauchen, ey. Wie ist es beim Tim? Ja, hattest du mal irgendwie Lehrer, die dich immer geärgert haben? Nö, eigentlich nicht. Ich hatte vor denen meistens immer ordentlich Ruhe. Okay. Da kam die Größe dann zum Vorteil, oder? Ja, ja. Na, Kleiner, willst du mich ärgern? Okay. Ich klatsch dich weg. Das Beste war die Lehrerin, die ungefähr 3 Köpfe kleiner war wie ich. Mhm. Oh, das sind sowieso die Besten. Wo ist denn der Tim? Der steht hinter ihnen. Dreht sich rum, sieht nur ein T-Shirt, alles klar. Stell ich mir gerade richtig geil vor. Mhm. Am besten mit dem Basketball noch in der Hand. In einer Hand. Nee, war Deutschunterricht. Ich war nur ich vorher. Ich hab doch gesagt, das reicht doch in der Hand. Ja, okay. Siehst du? Warte, gib und jetzt macht's jetzt gleich ganz korrekt hier. Ist doch scheißegal, ob in der Hand oder drin. Brauchst du den Trecker noch, Gibson? Ich gehe jetzt, Achso. Einsehen. Genau. Ja, einsehen. Geht jetzt Kartoffeln ernten. Ja, nee, Kartoffeln ernten, genau. Oh, ihr verfehlt mich. Ich ihn einfach mal. Haben wir jetzt eigentlich 2 Geräte? Weiß ich nicht. Ich weiß es echt nicht, ob wir da 2 haben. Aber ich. Überhaupt eins? Ich guck grad. Sogar beim Tausendmal durchporten habe ich nichts gefunden. Warte mal. Es kann Kartoffeln haben wir einen. Einen? Okay. Oder? Nee, ist das rüber? Nee, das ist rüber, Entschuldigung. Wir haben gar keinen Kartoffelernter, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube erst, wir wollten das Gerät kaufen, wenn die Kartoffeln gewachsen sind. Das war, glaube ich, der Plan, der Masterplan dahinter. Fabio, ich fahre direkt deine Spur gleich hinterher, okay? Jo. Aber vorher kaufe ich. Wie viel soll ich kaufen? Wie viele? 2. Entschuldigung, Leck des Todes gerade. Der Kartoffelernter ist ja länger und größer, ne? Nein. Nein, das ist auch bloß diese 3,684 Meter. Ladewagen, okay. Überladewagen, Toffeln. Wo sind Toffeln? Kartoffeln. Tektron. Tektron. Und davon kaufen wir jetzt 2. Ja. Okay. Boah, ganz schön dürr. Ja, du, einfach meine Millionen rausgehauen. So, wir sollten jetzt 2 haben. Mhm, habe ich schon von Weitem gesehen. Okay. Gut. Gut, dann kann sich... Kevin, was machst du? Ich wollte jetzt einen Gülletank, der oben an der, was ist das, 38 oder so runterstellen hier. Ja, genau. Weil hast du gemeint. Ja, weil die brauchen wir hier unten und dann Bergziege, machen wir die Felder hier noch fertig. Die Bergziege habe ich gerade, ich fahre die gerade auf den Hof. Okay, das trifft sich gut. Kann die dann abholen kommen? Ah, machst du Bergziegen-Action? Ja, kann ich machen. Alles klar. Sehr schön. Wie schaut's bei Fabio aus? Haben dich Lehrer aktuell auf dem Kicker, die dich jeden Tag zum Weißglut treiben? Eigentlich nicht. Ne? Ja, außer, das war aber in der 6. und 5. Klasse. Das war eine Musiklehrerin, die mochte mich. Okay. Warum? Hast du die geärgert? Ja. Konntest du zu gut singen? Die wusste genau, dass ich die Noten nicht kann. Ah, okay. Und die hat das ausgenutzt. Da hat die mich immer dran genommen.
und dann gesagt, ja, hier, das und das. Und ich so, keine Ahnung, die so, ja, das wusste ich schon. Das ist aber fies. So, die ist so. Die, die ist so, die wurde so geboren. Die kann die nicht anders. So. Das muss so. Das muss so, ja. Oh mein Gott. Also Fabio, du holst ja schon die Bergziege, oder wie? Zum, ja. Zum Düngen? Alles klar, dann mache ich jetzt das Feld hier noch fertig. Boah, ist das geil. Ja, dann wird lustig. Wie ist es beim Kevin? Hast du irgendwelche Problemfälle? Ein paar gleich, okay. Ein paar Problemfälle. Ja, aber ich habe mich da durchgeschlagen. Ich hatte auch ein paar Lehrer, die habe ich super geliebt. Mhm. Wird jetzt komisch an, aber mit denen kam ich wunderbar klar. Und halt so ein paar, um die habe ich immer einen großen Bogen gemacht, wenn es irgendwie ging. Zum Beispiel mein lieben Musiklehrer damals. Der Musiklehrer. Ja, das sind immer die ganz kaputt. Meine Musiklehrer waren immer nett bisher. Die waren sogar teilweise die besten. Übrigens steht am Ende der 38 noch so ein Zwischenlager rum. Ich sehe sogar zwei Zwischenlager. Wie viel haben wir denn gekauft von dem Kram? Eine 39 steht eins, eine 39 steht eins. Okay. Wollte ich jetzt alle runterholen. Ja, hol die mal alle. Eins zu den Rüben fällen, stellen. Ja, zu den Rüben, das passt da hinten. Genau, die 19, da passt das Ding ganz gut hin. Weil die kleinen Felder, die können wir ruhig mit Gülle weiter bestellen, weil kruppern müssen wir so oder so. Wenn wir jetzt kruppern und gleichzeitig gleich düngen, dann sparen wir uns zumindest einen Arbeitsweg. Arbeitsgang, genau. So wird nicht gut raus. Ich mache das Feld jetzt hier noch fertig. Ich gucke gerade nach, habe ich jetzt irgendeinen vergessen? Nee, ich glaube, wir haben alle unseren Senf abgegeben, ne? Ja. Ja, gut. War jetzt auch nicht die große Herausforderung, ne? Wie gesagt, mit manchen Lehrern kommt man klar, mit manchen gar nicht. Also wie es Kevin gemacht hat, ist eigentlich schon richtig, ne? Einfach links liegen lassen und fertig. Bevor man sich da reinsteigert, dann gibt es richtig böses Blut. Ja, das gab's ja bei mir auch, aber. Na komm, ach Mann. Klappt mir den Kram zusammen. Ich meine, der am längeren Hebel sitzt, ist immer der Lehrer, ne? Da kann man machen, was man will, leider. Nicht immer. Aha. Der Tim hat schon andere Machenschaften hier. Das war auf der Technikerschule. Wir hatten eine Lehrerin, die hat halt für die Leute, die im Studierenden Rat gewesen sind, die Entschuldigung irgendwann nicht mehr angenommen, weil die gesagt hatte, hier, das macht ihr alle absichtlich, ihr legt das immer absichtlich auf meinen Unterricht, ich nehme die Entschuldigung nicht mehr an. Hä? Und da sind wir dann gedacht, einfach... Ach nee. Nö, wir haben das ganz einfach gemacht. Da er auch der Vorsitzende des Studierendenrates bei uns in der Klasse war, ist er einfach zum Schulleiter gegangen. Dann durfte die abtanzen. Boah, okay. Spieß rumgedreht, der hat sich dann darüber aufgeregt, was wir alles für die Schule machen würden. Mhm. Ja, so von wegen Demo damals vom Kultusministerium und so weiter. Und daraufhin musste die Dame dann zwangsläufig alle Entschuldigungen annehmen, die sie den Rest des Jahres bekommen hat. Das waren dann einige. Das glaube ich, ja. Ja, der Tim hier, dieser kleine Querulant, ne? Richtig, ja. Mit Demonstrationen und Flaggen und... Ach, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Und Pappschilder verbrennen und so, alles in der Öffentlichkeit, ja, ja. Ja, Fässer anzünden. Ja, ja, genau, diese... Ja, genau. Polizeiautos umwerfen, anzünden. Fiat 500 wegtragen. Gibt's eine Frage 84, bitte? Ja. Wir müssen das noch nicht einmal so eine richtige Frage, sondern vergleicht auch bitte... mal Schule von früher und heute. Aber das machen wir sowieso, also abgehakt. Das ist so ein Ongoing-Prozess, ja. Ja. Wobei man das ja auch nicht wirklich vergleichen kann, weil der Fabio, der kennt halt unsere Schule nicht und wir kennen die aktuelle Schule nicht, ne? Also man kriegt das ja während des Redens mit, wie da aktuell das ganze Zeug läuft. Ja, viel technisierter heute teilweise. Ja, allein wo Gibbon erzählt hat, wie aktuell die Fahrschule gemacht wird, da dachte ich schon, geil. Und ich damals hier in der Höhle gehockt mit einer Schiefertafel, weißt du, mit einer Kerze vor mir. Und dann probiert irgendwie die drei Kutschfragen da zu beantworten. Da hat sich schon einiges geändert. Ich habe das bloß damals gehasst, immer für diesen Projektor da alles abzuschreiben. Das ging mir so auf der Eier. Oh ja, vor allem wenn die Lehrer dann nicht richtig schreiben können. Naja, dann hast du Schreibfehler mitgemacht, ja. Ja, da haben wir aktuell in der Schule jemanden, die kann überhaupt nicht schreiben. Okay. Muss er erstmal vorm Projektor am besten sitzen, damit du es überhaupt entziffern kannst. Ja, wir hatten es auch, das ging bis in der Ausbildung und dann haben wir uns irgendwann geweigert, den Scheiß abzuschreiben.
Und dann haben wir gesagt, jetzt kopier doch einfach diese blöde Folie. Da sparen wir uns die Schreiberei und wir sitzen nicht eine halbe Stunde rum und schreiben was ab, was sowieso schon da ist. Kopier das, gib uns das mit. Geld. Nee, der hat das dann alles kopiert, das Zeug. Weil er es eingesehen hat, dass es total Blödsinn ist, das alles abzuschreiben. Die Ausrede würde bei mir an den Schulen immer gesagt. Kostet zu viel? Kostet zu viel Geld. Mhm. Alles klar. Gibt da auch Lehrer, die sammeln extra Kopiergeld an. Ja, das kenne ich auch noch. Ja, Kopiergeld, ja, die 2,50 Euro da, 2,50 Mark oder so. Ja, das habe ich nur bei mir an der jetzigen Schule. Kopiergeld. Sind aber auch nur 2 Lehrer. Das sind ausgerechnet die Wirtschaftslehrerin, beziehungsweise Politiklehrerin und Englisch und Deutsch. Wer weiß, was die mit dem Geld machen? Die veruntreuen das bestimmt an der Börse. Ich bräuchte übrigens mal einen Hänger. Ja, ich auch. Oder wir. Ja, ich fahre euch gleich was hin. Gebt mir eine Sekunde. Ja. Wo braucht ihr die Hängers? Ich bin schon unterwegs. 20. Ich bin schon unterwegs. Ja, bei uns haben die Lehrer immer behauptet, das wäre dann dafür, damit man sich das besser merken kann. Das Abschreiben, ja, aber da gibt es ja verschiedene Lerndinger. Ich meine, der eine lernt durch Abschreiben, der andere lernt durch laut vor sich hin erzählen, der dritte hört Musik. Ja. Ne? Und nur weil das einer so kann, heißt das nicht, dass es alle so können. Ja. Also, ich habe es durch nie angucken gelernt. Siehst du? Der Kevin, der guckt sich das nie an und lernt das trotzdem nicht. Richtig. Ne? Nicht. Ciao, Kevin. Was? Nee, du bist noch da. Wir hatten jetzt aufgelegt. Mal durchzählen, bitte. Tim? Eins. Kuckuck. Okay, Fabio. Alles klar. ich komme gerade runter mit einem Hänger. Wo seid ihr? Da seid ihr. Ich entkartoffel euch mal ganz schnell und danach ziehe ich den Fabio wieder neu rein. Okay. Ja. Deswegen ist mit einem LKW-Hänger genommen. Ja, klar. Ja, mit was Kleinerem brauche ich da nicht runterfahren, das ist ja blöd. Da sind 20.000 Liter drin, ja, in jeder Maschine. Boah. Gibt's denn? Gibt's denn? Kannst du direkt einen Hänger leer machen, fast. Gibt's denn? Ja. Ah, okay. Ne, ich hab das dreimal gemacht. Okay. Ich hab's noch nie gemacht. Okay, ich geh mal ganz kurz rüber, ich komm gleich wieder. Noch einer weg? Sofort wieder schnell. Ja, ich bin wieder still. Da. Ach. Thompson, komm zurück. Sieht mich gern laufen, der Junge, oder? So, okay. Gibson ist leer, jetzt fahre ich zu Timmy Boy, danach kann ich den Hänger fast wieder ausleeren. Ja. Gut. Kann gleich eine LKW-Shuttle spielen. Also Skype ist wieder mal richtig geil am Laufen auf der Xbox. Deswegen habe ich sie auch vom PC an. Ah. Fuchs. Ja, no Fuchs. Ja, okay. Einmal überladen, bitte. Ah ja, genau. Jetzt geht's ab hier. Na, da kann ich gleich den Hänger wieder hochfahren. Also einmal euch beide entleeren und das sind knapp 60% Hänger voll. Ja, krass. Das sind ja auch 40.000 Liter. 40.000 Liter, ja. Also kleiner dürfte der Hänger nicht sein. Gibt's eine nächste Frage, komm. Oder hast du schon... Ja. Nein. Okay, ich bin weg. Okay. Von Marco A. Und zwar, wie findet ihr das deutsche Schulsystem und wie würdet ihr es mit anderen vergleichen, zum Beispiel Schweiz, Österreich, falls ihr Erfahrungen mit solchen habt? Ui. Hab ich keine Erfahrung mit. Hab ich auch keine Erfahrung mit, beim besten Willen. Also ich weiß nicht, wo die Unterschiede liegen zwischen Österreich und Schweiz und Deutschland. Ich glaube, dann bin ich der einzigste Glückliche. Du weißt es? Also der einzigste Glückliche, der das nicht mehr weiß, weil Patrick hat es mir tatsächlich ganz ausführlich erklärt, weil er ist ja Österreicher. Okay. Aber ich habe alles wieder vergessen, weil das so viel war. Und das ist natürlich auch schon fast 3 Monate her. Okay. Also du hast dich schlau gemacht, hast aber alles unter Akte vergessen abgelegen. Abgelegt. Hey, läuft. Richtig gut. Also Gibson hat sich informiert, hat aber jetzt keine Ahnung mehr davon. Wer anderen? Fabio, hast du Ahnung davon, wie in Österreich, Schweiz das Schulsystem tickt? Nö, okay. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Ganz cool. Was ist in Schweden? Weil da dürfen die Minecraft spielen. Ah, okay. Ist das wirklich? Ja. Ja. Echt? Ist, glaube ich, sogar in deutschen Schulen mittlerweile so, dass Minecraft genommen wird, um so Naturbittel zu lernen. Also, dass man, wenn man den Baum umholzt, auch wieder was Neues pflanzen muss, weil sonst, ne? Krass. Nicht gut und so. Ja. Nicht, dass sie dann in Zukunft hingehen, alle mit TNT die Bäume wegspringen. Ja, und erklär mal in der Schule, was ist ein Creeper? Ist das der Direktor, oder? Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was hier Kartoffeln, was Rüben sind. Deutsch- und Englischlehrerin. Alter, was fahr ich hier schon wieder zusammen? Weiß ich nicht, gibt's denn was fährst du? Oh je.
Sehr nice. Wie viele Tote gab's? Zwei. Oder gar keine. Also gibt's nur, ist er nur im Kartoffelernte unterwegs? Also, was, ja. Was kann man bringt da... Bringt aber nichts, wenn der Kevin da reinfährt. Gib mir eine Punktschanze ab, auf jeden Fall. Der hat mal Spiele, Clip. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Also, Kevin macht schön gemacht, Kevin. Also haben wir alle keine Ahnung, wie das Schulsystem in anderen Ländern funktioniert? Nee. Ich weiß nur, dass es, glaube ich, cooler war. So. Okay. Das weiß ich, glaube ich, noch. Ich war viel mehr begeistert davon. Das Einzige, was mir so ein bisschen gefällt, ist so dieses Amerikanische, dass man einfach ein bisschen mehr... Es war auch blöd, dass Schule bei den Amis halt was kostet oder Ausbildung allgemein was kostet, dass aber die Leute, die Mittel nicht haben, sich aber anstrengen, halt eine... Wie heißt das bei den Amis? Stipendium. Genau, Stipendium. Genau. Und dadurch auch Möglichkeiten bekommen, da an eine bessere Schule zu kommen. Ist doch eh nur Hochschule, kostet was, oder nicht? Ich komme gleich auch wieder zu normale. Euch. Ich fahre bloß mal ganz kurz tanken. Du, weiß ich gar nicht, ob da die große Schule, die Highschool dann nur was kostet. Oder das College? Das College, genau. Highschool ja, ist, glaube ich, noch... Genau. Ja, genau. Aber da würde zumindest, glaube ich, wenn das so wäre, würden sich mehr Leute ein bisschen Mühe geben, weil sie genau wüssten, gut, wenn ich mir jetzt keine Mühe gebe, dann komme ich auch nicht weiter. Aber das ist natürlich auch wieder in so einem Alter, wo du dir am Ende sagst, ist mir da egal, was mit Schule abgeht, ich mache jetzt mein Ding und fertig ist. Weiß ich nicht. Ja, so das deutsche Schulsystem, weiß ich nicht. Also ich sehe da jetzt nicht so das Schlechte da dran. Mein Gott, das funktioniert. Glaubst du nicht? Es gibt viele Fragen darüber. Die kommen alle noch. Okay, ja, aber... Das hat auch schon seine Gründe. Ich finde. Ja, also mir fällt jetzt so spontan nichts ein. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, oder jeder hat die gleiche Möglichkeit. Wenn er was auf dem Kasten hat, kann er was aus sich machen. So, wir seid ihr aktuell da hinten? Hast du noch irgendwas zu tun, Chef? Warte mal, ich guck mal. Die 19, da ist was drauf und es ist auch bestellt, oder wie? Das muss noch... Nee, ist eigentlich soweit fertig. Okay. Das muss halt nur noch wachsen. Gut, ich lass euch mal... Ich lasse euch mal zwei Hänger hier unten stehen. Und Kevin und ich und Fabio, wir kümmern uns um das Mais. Also ich bin noch nicht fertig. Also. Bestellt, ne? Nee. Die 38 hat Gibson, glaube ich, schon gemacht. Da, nee, ist nichts drauf. Da ist nichts drauf. Bestellt. Gut, dann machst du 38 und ich fange mit Fabio an, Mais wegzuballern. Okay. Wenn Fabio da Bock hat. Ja, ich muss noch die Bergziege aufladen und dann nochmal 39. Okay, alles klar. Ja, wir haben zwar ein bisschen was gemacht, also Gibson und ich, aber die Anzahl der Felder, ne, mit zwei Mann, das ist schon nicht mehr zu bewerkstelligen. Heftig, ja. Das ist echt heftig. Soll ich auf die 38 drauf machen? Oder was ist das? Machst du Gerste oder sowas drauf? Gerste. Ja, ein bisschen Abwechslung brauchen wir schon, wenn wir überall das gleiche haben. So, Tim, ich fahre zu dir noch einen Hänger runter. Ja, ja. Also Gibbon hat einen Hänger auf seiner Seite, jetzt fahre ich dir noch einen Hänger hin. Stell ihn in die Mitte. In die Mitte vom Feld? Okay. Nee, in die Mitte von dem Weg. Ja, auf die Straße halt, ja genau. Ja, ja. Ja. Und Gibson, du hast überall Spuren übrig gelassen, ne? Ja. Du kriegst dann nochmal die Knieschoner und robbst dann mal schön übers Feld. Ja. Jede kleine Murmel muss hier rausgeholt werden. So. Also wer auf die Idee gekommen ist, auf die 22 Kartoffeln zu machen, der gehört echt geschlagen. Ja. Ne? Aber eigentlich... ausgepeitscht. Ja. So, ich stelle hier einen Hänger hin, ist das okay für dich? Ja, klar. Okay. Okay. Oh, Fabio? Raschelrausch? Naja, das ist Fabio Raschelrausch. Raschelrausch, Fabio. Gut, dann schnappe ich mir jetzt die Bergziege. Wir könnten eigentlich wieder mal so eine runde Silage machen. Ja! Oh, der Vorsicht, der Gewinn. Juhu. Ich hole mir schon mal das... Ne, warte mal, das ist ja die falsche Maschine, muss ich ja die Krone nehmen. Los Kronos, da kann ich die zumindest mal umparken hier. Gott, oh Gott, das ist kompliziert. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? 45 oder so. 45, ja, 45. Okay. Okay, das geht ja noch. Ich weiß nicht, ob... Also keiner hat eine Ahnung vom Schulsystem. Also kann ja. Man die Frage aufgrund von nicht wissend... Ja, zumindest nicht vom Ausländischen. Aber da kommen sowieso noch ein paar Fragen. Okay. Das Schulsystem. Okay. Kommen wir da sowieso noch zu. Also ich finde das deutsche Schulsystem eigentlich okay. Aber ich kenne halt auch nur das, weißt du, ich habe mich jetzt nicht mit anderen Ländern beschäftigt, um zu gucken, wie es da läuft. Es ist immer noch Niveau, dass
Was habe ich gerade gesagt? Ist immer noch Niveau, hast du gesagt? Hm? Findest du das dann immer noch okay? Wenn du wüsstest, dass es in unterschiedlichen Bundesländern anders ein anderes Niveau unterrichtet wird? Oder auf ein anderes Niveau? Ja, es gibt ja auch Bundesländer, wo zum Beispiel das Abi einfacher ist als bei anderen Bundesländern. Ja. Also ich finde das nicht korrekt. Ja, eigentlich sollte eine Schulbildung so sein, dass am Ende alle den gleichen Wissensstand haben. So verstehe ich das zumindest. So wird es, glaube ich, jeder verstehen. Ja, aber wenn das nicht so der Fall ist, dann stimmt da was nicht. Ne? Ja, aber da kommen wir gleich. Da ist extra nochmal eine Frage. Extra nochmal eine Frage. Ich wollte nur nochmal so ansprechen. Okay. Die nächste Frage wäre von Kevin K. Kevin, okay. Er fragt, was haltet ihr von Förderschulen? Es gibt ja verschiedene Arten davon. Ich bin in einer. Gewonnen? Ich bin auch auf einer Förderschule gerade. Ich bin Förderschule. Verschiedene Arten davon. Ich bin in einer nämlich auf einer Förderschule für Lernschwäche und es gibt dieses, da hat er sich verschrieben, Vorurteil, dass die Schule für richtig dumme sind, aber dass ich nicht so. Das ist nicht so. Alter! Ja. Okay. Was geht denn gerade? Ihr versteht, was ich meine. Nee. Es geht um Vorurteile. Wie findet ihr Vorurteilen? Vorurteile? Wie findet ihr Förderschulen? Na, was denn nur? Ja, was jetzt hier? Scheiße. Was ist denn jetzt los mit mir? Also, ich kann auch nicht lesen, fällt mir in Fallout Vorurteil immer wieder auf. Gegenüber Förderschulen. Ja. Genau, Vorurteile gegenüber Förderschulen. Finde ich, also ich finde es gut, dass es Schulen gibt, die einfach Leutchen mit einer Lernschwäche unter die Arme greifen. In anderen Ländern wirst du vielleicht in einen Steinbruch geschickt und verblödest dann endgültig. Ja, du, wer weiß. Ich finde es ganz gut. Also Vorurteile, mein Gott, jeder hat halt irgendeine Schwäche. Und nur weil jetzt jemand da nicht so hinterher ist, ne? Oder nicht so, wo ist denn Tim hier gerade? Der klaut mir hinter jetzt gerade den LKW. Ich? Warum? Weil ich nichts zu tun habe. Und da fahre ich jetzt neben dir her und melk dich die ganze Zeit halt. What? Ja. Geil. Nee, also ich find's gut, dass es solche Schulen gibt. Und mein Gott, nur weil jetzt jemand eine Lernschwäche hat oder mit irgendwas nicht so klarkommt, ist es doch gut, wenn er Unterstützung bekommt. Und Leute, die da sagen, das ist total affig oder so, die haben vielleicht im späteren Leben, passe ich ja durch, ja, die haben vielleicht im späteren Leben auch irgendwie dann mal ein Problem, ne? Und dann lacht derjenige vielleicht. Der eine kommt vielleicht mit Zahlen nicht so gut klar. Mein Gott, das kann ja alles mal sein. Also lustig machen würde ich mich da nicht drüber. Früher hast du das bestimmt gemacht, aber jetzt bist du groß und lieb grad. Ja genau, früher habe ich da alles gehänselt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ja. Ist eigentlich eine Tanz deine Namensschule auch eine Förderschule? Nee, es ist einfach bloß eine andere Art der Schule. Okay. Tanz deinen Namen? Tom? Ja? Das Problem ist, wenn du jetzt neben mir herfährst, ja? Das Ding lädt so schnell ab, dass ich alles auf Y drücken muss während der Fahrt. Ach so, gut, dann fahre ich erstmal weg, okay? Ja, ist nicht so angenehm wie beim Mähdrescher. Alles klar, bin weg. Da gehe ich jetzt den Gipsen melken. Mach das. Ja, ansonsten geh Gras mähen oder so. Das mache ich gleich. Ich weiß, ich fahre zu den Schäfchen und schaffe die Palette weg. So, stimmt. So, wir können auch unsere Gewächshäuser mal wieder auffüllen mit Wasser. Ja, das kann ich. Ja, genau. Dann fahre ich jetzt. Ich melke einen Gibson jetzt noch, der wieder mal Sporen übrig lässt. Ja, hat er hier auch. Also brauchen eine neue Brille, glaube ich. Wo? Er hat zwei kleine Stellen. Ja. Ich bin gerade schon mal rübergegangen. Ne, das ist witzig. Ne, okay, gut. Habt ihr Vorurteile gegenüber von Lernproblemen, Leutchen? Definitiv nicht. Definitiv nicht. Fabio, hast du Vorurteile? Nein. Warum nicht? Nein. Nein. Gut, da schnapp ich mir jetzt den kleinen blauen hier. Da steht schon eine Gabel von drauf. Ich fahr mal zu den Schäfchen hoch. Obwohl, wenn ich jetzt schon hier unten bin. Oder Alpha, machst du Gewächshäuser? Kann ich machen. Okay, weil da fahr ich bin aber gerade noch am Einsehen, aber mache ich dann gleich. Okay, dann mache ich schnell Gewächshäuser. Ich mache alles gleichzeitig. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Naja, also ich finde es gut, dass es sowas gibt. Sollte es auch gern. Ja, muss es ja. Ansonsten würde aus denen nichts werden. Die würden dann auf eine Sonderschule oder was gehen und dann als dämlich abgestempelt werden. Genau.
Das muss ja auch nicht sein, weil die haben dann halt andere Qualitäten. Und zum Schalt. Ja. Genau. Sag ich jetzt nicht. Und jeder muss ja auch nicht zum Schraubenzählen oder sowas abgestempelt werden. Und, und am Ende ist es nur so ein kleiner Impuls, der halt fehlt, weißt du? So ein bisschen, so geht das Ganze. Und dann passt das Ganze auch wieder. Ja, ich finde es gut, dass es solche Schulen gibt. Wer sich darüber lustig macht, naja. Solange man nicht gezwungen wird, drauf zu gehen. Wie drauf zu gehen? Ach so, nee. Ja, es gibt da, sag ich mal, Empfehlungen von den Grundschulen schon, wo du halt später raufgehen sollst, auf Gesamtschule, Realschule und so weiter. Mhm. Und ich kann mich da an einen Fall erinnern, dass die einmal gezwungen haben. Oder nicht gezwungen, sondern schon drauf gepocht haben, dass er da schon drauf geht, auf so einer Förderschule. Ja, wenn es so... Also wie ich als dumm abgestempelt worden. Okay. Dass er da definitiv raufgehen muss, weil er sonst nicht schaffen würde. War er dumm? Nö. Okay, aber er wurde als dumm hingestellt und wenn er da nicht hingeht... Ja, es ist halt das Blöde, wenn du halt sehr jung bist, ne, und deine Eltern sagen, du bist doof, mein Sohn. Du gehst jetzt gefälligst auf die Klatschschule. Aber da machen wir uns ja im Prinzip auch drüber lustig. Ich weiß nicht, wie eine Waldorfschule funktioniert. Ich glaube, da musst du sogar bezahlen. Damit okay. Dein Kind da drauf geht. Und also ich habe mal, glaube ich, eine komplette Doku war es nicht. Da war wieder so ein 20-Minuten-Ding, weißt du? Also musst du auf jeden Fall, glaube ich, bezahlen, damit dein Kind da drauf gehen kann. Mhm. Und ich glaube, so dumm sind die da gar nicht. Also sowieso nicht, aber die lernen da schon cooles Zeug. Ja, aber ist, wie ich es in Erinnerung habe. Ist ein Schulabschluss von der Waldorfschule gleichgestellt mit einem Realschulabschluss oder mit einem... Das weiß ich jetzt nicht. Das schon. Ja? Man, ja, haben halt diese pädagogischen Sachen halt, so wie man sich halt vorstellt. Wo ja auch das Namen klatschen und so kommt. Die haben halt andere Mittel und Wege. Okay. Ja, genau. Aber... Also falls einer von euch da draußen vielleicht auf eine Waldorfschule geht und sich traut, sowas zu schreiben, ihr könnt uns auch gerne auf Facebook mal anschreiben. Mich würde es echt mal interessieren. Ja, nee, Quatsch. Ich meine, wir lesen sowieso alles durch und wer sich outen will, der wird definitiv von uns gehatet werden. Genau. Hey, grüß dich, Fabio. Jo. Jo. Das würde mich echt mal interessieren, wie dieses Schulsystem da tickt. Steht jetzt hier irgendwo noch ein Traktor rum? Ne. Ich habe da eine bei mir in der Klasse, die könnte ich mal fragen. Okay. Geht die auf Waldorf? Ging. Gut, ich glaube, der Vater, dann... der hat auch genug, ich würde nicht sagen viel Geld, aber genug Geld vom Hören. Also könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass die Familie auch gern Geld bezahlt, damit die auf so eine Schule geht. Eigentlich zumindest, dass man da bezahlen muss. Okay. Es gibt in dem Thema bin ich jetzt auch nicht. Ja, wir machen gleich. Also noch eine Frage fangen wir nicht an. Der Fabio springt über den Mist. Das finde ich gut. Das kann er. Das kann er hier. Da freut er sich. Haben wir eigentlich noch viele Fragen? Was Schule angeht? Ja. Wir können mal so ein Mitschmatsch machen, dass wir halt die nächste Ausgabe vielleicht mal so ein bisschen was Allgemeines machen. Also dass wir jetzt nicht nur Schule machen. Ist zwar geil, dass wir jetzt alle mal zusammen sind. Geht denn das jetzt hier? Ne, jetzt habe ich einen Hänger abgehängt. Wie kann ich jetzt diese Kacke überladen? Ne, das geht auch nicht. So? Lass uns aber auch heute viel zu leicht ablenken. Ja, ja. Muss man einfach dabei sagen. Ich meine, wir hatten ja noch Skype-Probleme, das kommt ja auch noch hinzu. Genau, wir sind aber seit 3 Monaten das erste Mal wieder alle zusammen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ah, so geht zusammen. Das. Ah, zusammen. Kevin, hier ist alles bereits schon drin, ne? Achso. Naja, ich konnte mich ja nicht bremsen. Ich musste sofort aussteigen und hier Wasser und Gülle und Mist und alles. Aber du kannst den Mookhaus füttern, wenn du Bock hast. Die haben nämlich auch nichts mehr zu fressen. Das kriege ich hin. Ja, und Fabio, der dreht hier die Kreise, ehrenhafte Kreise. Also würde ich einfach mal sagen, wir machen an der Stelle mal einen kleinen Cut. Ihr seht zumindest, wir sind wieder fleißig. Der Fabio fährt wie ein Irrer durchs Gewächshaus. Und wir machen in der nächsten Ausgabe einfach nochmal so ein bisschen allgemeine Fragen. Außer der Gibson sagt, da gibt's keine. Doch, da haben wir definitiv. Okay, dann machen wir das nächste Mal wieder so eine allgemeine kleine Fragerunde. Damit hier alle ein bisschen nicht nur auf Schule denken. Ich denke mal, der Fabio, der hat jetzt schon die Schnauze voll. Der denkt sich, liebe Leutchen hier, ich bin froh, wenn ich den Scheiß nicht um mich hab. Und jetzt fängt er wieder mit Schule an. Schule. Wir hatten den Trecker mit der Schaufel. Schaufel? Wir haben keinen Trecker mit einer Schaufel. Doch.
Nee, haben wir nicht. Ich muss irgendwie die Heuballen in das Ding kriegen. Achso, den, da sitze ich drin. Achso. Naja. Ist auch eine Schaufel dran? Nein, aber so ein Palettenspieß. Und das kannst du auch mit den Dingern machen, habe ich euch schon gemacht. Ja, es liegt zwar Schaufel, ja. Es liegt zwar irgendwo hier noch ein anderes Spießding rum, aber das finde ich aktuell nicht mehr. Das haben wir irgendwie mal wegrationalisiert. Gut, liebe Leute, da machen wir jetzt an der Stelle einmal mal einen kleinen Cut. Oh mein Gott. Tschüss. Ja, ich bin gerade in die Milchanlage da reingesprungen im Auto. Ja, perfekt. Läuft. Spiele Clip. Wie bist du da reingekommen? Mit Schwung. Ja, über den Misthaufen da gesprungen. Mhm. Ja, wenn man die Kinder ist, ne? Wenn man die... Ach, wenn kleine Kinder spielen, sind sie glücklich. So. Ja. Achso, soll ich dir gleich was reinwerfen? Ja, mir ist es egal. Ganz auch. Ja. Gut, also wenn ihr zum Thema Schule noch Fragen habt, ich werde die Folgen auch nahezu alle gleich nennen. Dann... Oh, alles umgefallen. Ich bin talentfrei. Dann... Ja, horcht euch einfach mal die Folgen an, ob vielleicht die Fragen schon beantwortet wurden. Und wenn nicht, dann einfach stellen, oder? Mhm. Aber so zum Thema Schule, mein Gott, der Gibson hat da vor 3 Monaten mal euch gefragt und die Fragen, die jetzt nicht da sind, ne, die sind dann so sonderbar. Geh rein! Da waren ja, glaube ich, 26 Kommentare unter dem Post. Oh mein Gott, das ist nicht gerade wenig. Alles eine Frage, fast alles. Okay. Fünf Paar. Gut, dann machen wir jetzt auch mal so eine kleine Pause. Ich hau den Tim jetzt noch das letzte Heuballen rein. Stroh hat er gerade bekommen. Mir? Kevin. Ja, Tim, ich belade dich soeben mit Heu. Oh mein Gott. Wäre dich nicht. Fahr ich hinterher und hauen einfach Heu in der Kabine. So, nur aber ein bisschen Wiese brauchen wir auch das nächste Mal. Also es gibt noch mehr als genug zu tun. Der Hof lag jetzt 3 Monate mehr oder weniger brach. Ah, so, fertig. Einmal güllen, einmal dingsen, einmal füttern. Und wir machen jetzt auch wirklich einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.